Ja, gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight. Heute aus dem Presseraum des SV Darmstadt 98. Mit mir hier sind der Markus Gude und Hallo. der Alex. Hi. Hier. Ja, und wir sind quasi auch nicht alleine, wir drei. Wir haben ganz viele Hefte vor uns liegen. Scheiß AfD ist nicht die Partei gemeint, da kommen wir noch zu. Und zwar sind das, ja, seid ihr die Verantwortlichen, weshalb es die gibt. Ihr seid langjährige Mitglieder der Fanszene hier bei den Lilien, wir kennen uns seit Jahren. Und ihr seid Groundhopper-Passionierte, ja? Für Leute, die das nicht kennen, was ist denn das genau? Ja, ein Groundhopper fährt eigentlich durch die Welt oder auch durch den Landkreis und versucht möglichst viele Fußballspieler auf unterschiedlichen Plätzen in unterschiedlichen Stadien zu sehen. Aus den unterschiedlichsten Gründen, ob das jetzt Sammelwut ist, die Atmosphäre oder die Mentalität, die man dort aufschnappen will, zum Zeitvertreib oder was auch immer. Das sind so die Motive dafür. Und ja, weil die Lilien, ja, die spielen jede Woche einmal so, ne, in der Saison, aber es gibt ja auch noch viele andere Fußballspiele zu gucken. Und in durchaus guter Atmosphäre auch, oder auch, Markus, du bist mehr so für Amateurfußball zu haben, gell? Richtig, ja, also ich fahre mehr so in Hessen bzw. in Deutschland rum, schaue mir die Amateurspiele an, beziehungsweise bis zur vierten Liga in Deutschland halt, aber war halt jetzt schon fast überall. Deswegen geht es jetzt in Hessen weiter vorrangig und da halt immer weiter abwärts in der Ligenpyramide, sage ich mal, ja. Was macht das aus für dich? Also, was ist da die Leidenschaft neben dem Sammelaspekt vielleicht? Aber ich Ja. meine, viele mögen ja am Fußball, gerade wir jetzt ja auch am Bölle, ne, gute Atmosphäre. Gibt es beim Amateurfußball ein bisschen in kleinerer Form? Ja, beim Amateurfußball gibt es definitiv auch eine eigene Atmosphäre, nenne ich es jetzt mal. Also jeder Platz, jeder kleine Amateurverein hat so seinen eigenen Charme, wo man dann halt auch manchmal Dinge erlebt, die man eben im Profifußball schon gar nicht mehr erleben kann, vielleicht auch nicht mehr erleben darf von oben herab, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Beispiel 1 vielleicht, was meinst du da? Oder dass man den Trainer hört, wie er was zu seinen Spielern Zum ruft? Beispiel hört man den Trainer, man hört die Spieler, was sie da sagen. Ich glaube, hier im Profifußball möchte man das manchmal gar nicht hören. Dann denkt man sich, warum reagiert der Schiedsrichter da nicht? Da ist es wahrscheinlich noch mal eine Nummer heftiger, aber man bekommt halt wirklich auch alles mit, was auf dem Platz passiert. Das ist auch schon mal ein Punkt, ja. Und Alex, bei dir ist es das Gegenteil. Du bist viel in der Welt, sag ich mal, ne, Genau. unterwegs. Was ist so das Extreme? Also jetzt nicht nur, sag ich mal, Amsterdam in der Johan Cruyff Arena, wie es jetzt ja heißt, sondern zum Beispiel auch. Auch einfach alles. Also für mich ist tatsächlich der Reiz da drin, quasi möglichst in jedem Land mal ein Fußballspiel gesehen zu haben. Ähnliches Problem wie bei Markus. In Europa gibt es da wenig Neues noch zu entdecken und da verschlägt es einen halt immer weiter weg. Ob das jetzt in Lesotho, Swasiland, Indonesien oder sonst wo auf diesem Planeten ist, da kommt im Grunde alles in Frage, wo man noch nicht gewesen ist. Und ja, das macht es halt auch je kurioser das Reiseziel, desto spannender macht es die Geschichte eigentlich. Das kann ich mir vorstellen. Und ja, was ihr da so erlebt habt, das habt ihr ja seit Anfang an eigentlich aufgeschrieben, ne? Genau, also da ist wirklich ganz wenig, was da fehlen würde. Also wir haben seit 2006 ist die erste Ausgabe erschienen von unserem Heft und ist natürlich jetzt auch im Rückblick für uns eine schöne Erinnerung, einfach auch mal Wie das so im ein Tagebuch Regal. fast, oder? Ja, genau, also du hast einfach alles daheim im Schrank stehen, kannst es nochmal Revue passieren lassen und allein dafür, sage ich mal, lohnt sich der Aufwand schon. Das ist natürlich jetzt nicht unser Hauptmotiv gewesen, als wir damit angefangen haben, aber erweist sich mittlerweile als praktisch. Jetzt müssen wir doch mal zum Namen kommen. Scheiß AfD, ist jetzt nicht gegen die Partei gemeint, auch wenn ich jetzt einfach mal so sage, ich glaube, wir drei würden das eher unterschreiben als ablehnen, aber da steckt ja was anderes dahinter. Ja, definitiv. Also ich kann das auch komplett so unterschreiben, wie du es dargestellt hast. Der Name ist auch nachweislich, wie gesagt, das erste Heft erschien 2006, lange bevor überhaupt jemand an die Partei gedacht hat. Entstand damals beim Fanturnier, als die Gruppe AfD quasi für Allesfahrer Darmstadt, die Abkürzung, auch bei dem Turnier eine Mannschaft gestellt hat und von vornherein, ja, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, Guerilla-Marketing betrieben hat und sich als Turnierfavorit Nummer 1 betitelt hat, wochenlang vorher schon. Und die anderen Ich Gruppen, erinnere mich. die im Stadion waren, haben das natürlich auch sofort aufgenommen. Und mit jedem weiteren Sieg bei dem Turnier wurden dann die scheiß AfD-Rufe immer lauter. Und es kam dann, wie es kommen musste, auch wenn es nicht so geplant war. Wir haben das Turnier gewonnen und der Name fürs Fansein war damit quasi geboren, sozusagen. Ja. Ja.
Also, das ist schon mal die erste Anekdote. Ja. Und ihr seid jetzt tatsächlich bei ja, Heft 20 angekommen. Und das ist ja schon fast eine Bibel. So gute Nacht, Welser. Also ist auch mächtig schwer. Ja, wie stolz macht einen das? Das ist ja schon so ein bisschen angeklungen, Ja, oder? definitiv macht einen das schon stolz und es ist eine geile Story. Ich sag mal, Heft 1 im Vergleich war auch eine Art Bibel, aber man sieht, glaube ich, ganz deutlich, dass da die Machart ein bisschen eine andere ist. Ich glaube auch, ja, auf der anderen Seite musst du einfach auch sagen, Heft 1 war halt noch echte Handarbeit. Also da saßen wir tatsächlich bis spätabends auf meiner Arbeitsstätte quasi. Das war eine Gemeindeverwaltung irgendwo im tiefsten Odenwald. Und haben da ausgedruckt und per Hand getackert und gemacht und getan. Das sieht man, das ist Und schön, super. passend zum Titel, auch damals gab es schon besorgte Bürger. Natürlich hat dann irgendwann nachts um 12:30 jemand ans Rathaus geklopft und sich Gedanken gemacht, wer denn so spät bitte hier auf der Gemeinde noch arbeiten würde. Das gibt's auch nicht. Ja, da gingen noch diverse Anrufe raus diese Nacht, aber Okay. wir konnten das alles abwenden und per Hand produzieren, aber so spätestens dann irgendwie beim dritten Mal haben wir uns dann doch eine Druckerei gesucht und ja, sag mal, wir wollten auch im Innenteil ist weiterhin alles schwarz-weiß, ist alles so ein bisschen oldschool gehalten, aber ja, so ein bisschen Professionalisierung gibt es dann selbst bei uns. Ja, wie viel verkauft ihr denn so? Also ist das jetzt mit den Jahren hochgegangen? Ich meine, euch kommt es ja auch nicht darauf an, damit jetzt irgendwie krass viel Geld zu verdienen. Im Gegenteil, es ist ja einfach das, so habe ich es immer wahrgenommen, einfach eure Erlebnisse gerade mit hier, mit Darmstadt 98, mit den anderen zu teilen. Ja, genau. Also am Anfang ging es wirklich darum, wirklich einem erweiterten Freundeskreis überhaupt das zugänglich zu machen. Also vom ersten Heft gab es 80 Stück. Am Ende haben wir nochmal 18 nachgemacht, damit wir auf die 98 kamen, weil die alle ganz schnell weg waren. Und dann ist das mit der Zeit gewachsen und eine normale Ausgabe hat momentan 750 Exemplare. Gehen die weg? Ja. Ja. Ich glaube, jetzt spätestens mit unserer Folge hier. Ja, Ich sag's euch. jetzt müssen wir nachdrucken. Ja. Ja, und auch interessant daran ist halt, dass mittlerweile gut 50% davon aber auch so wirklich bundesweit oder ins deutschsprachige Ausland rausgehen, dass das tatsächlich dann auch anderswo gelesen wird. Ich meine mich zu erinnern, das weiß ich jetzt, das kommt mir jetzt gerade, die Erinnerung. War das nicht auch so, dass sogar mal 11 Freunde euch mal drin hatte? Gell? War das Ja, nicht also es so? gab auf jeden Fall auch eine Reportage. Ja. Es hat uns auch mal jemand begleitet auf einer unserer Touren, Kommen nenne wir ich es gleich, mal. genau. Aber ich glaube, es war eine kleine Besprechung, nicht Ja, wahr? Ja? in der Rubrik Bücher. Genau. Genau, War das, wisst ihr noch, welche Ausgabe das war? War das irgendeine oder wie die auf euch aufmerksam geworden sind oder? Also Gute aufmerksam Frage. geworden ist tatsächlich dadurch, dass jemand mal eine Auswärtsfahrt von uns aus bestimmten Gründen begleitet hat. Dem haben wir danach, glaube ich, ein Heft geschenkt und ich glaube, das war die Aufmerksamkeit Okay. dafür, aber es war nicht das Heft, das er dann rezensiert hat. Okay. Also den müssen wir auch infiziert haben. Alles klar. Ja, kommen wir zu der Geschichte, die du gerade schon angesprochen hast, Markus. Denn ja, eure Bücher, das ist übrigens meins, was ich hier mitgebracht habe von 13, 14. Ich bin erst umgezogen. Das ist das Einzige, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Ich habe drei Viertel davon, habe ich auch gekauft. Ich habe die. Man darf es ja kaum sagen, aber ich habe ein paar in meiner alten WG auf dem Klo liegen gehabt, in meiner WG, die eigentlich gar nichts mit Fußball im Hut haben. Die haben da auch mal schön drin geblättert in Das unserer Vergangenheit ist Teil sozusagen. 1 des Titels. Genau. Richtig. Ja, aber eine super Anekdote über eine ja, legendäre Auswärtsfahrt der Linien hat in München gespielt. Ne? Und da haben, ich wollte eigentlich auch mit, ich war leider krank, ich konnte nicht mit, ich lag flach ein paar Tage und das war eine etwas andere Auswärtsfahrt, denn es war kein Gästeblock, es war eine Gästewohnung. Könnt ihr mal erzählen? Ja, also es Welche Saison? dann muss ich jetzt selber sogar nachgucken. 19, ja. 19, ja, die Saison 19 war es. Erstes Halbjahr. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ist das das erste Halbjahr von dem Jahr oder von der Saison? Ist Das natürlich kann man blöd formuliert in dem nachgucken. Heft. Auf jeden Fall gab es dieses Auswärtsspiel bei 1860 München 2 damals noch. Dunkle Trotzdem Zeiten noch. aber im Grünwalder Stadion hat die zweite auch damals gespielt. Und hat sich vorher ein bisschen daneben benommen und hat dadurch eine Platzsperre quasi bekommen, beziehungsweise einen Zuschauerausschluss. Die Löwen, nicht wir, ne? Genau, genau. Und wir waren halt in dem Sinne davon betroffen, dass auch keine Gästefans ins Stadion durften, also es durfte überhaupt keiner, bis auf 40 Pressevertreter, glaube ich, oder 50, wie auch immer.
Und es wurde die ganze Zeit überlegt, was machen wir, verkleiden wir uns als Sanitäter, stand sogar im Raum, nehmen wir eine Leiter mit, um über den Zaun zu schauen. Und irgendwann hat der Alex, glaube ich, gesehen, auf Google Maps war das, meine ich, kann er gleich selber noch was dazu sagen, dass ja da auch Wohnungen ums Stadion rumliegen, weil das Grünwalder Stadion ja direkt im Wohngebiet ist. Also ist der Alex zur Tat geschritten. Ich übergebe mal, was er dann so veranstaltet hat. Ja, natürlich. Also, du konntest auf Google Maps halt gut sehen. Jawohl, Grünwalder Straße grenzt da an. Weiß man ja eigentlich auch. Wir waren ja auch nicht zum ersten Mal da. Telefon, wo findest du online auch? Dann konntest du so ein bisschen einschätzen, welche Hausnummern sind es. Und dann habe ich mir halt das Telefon geschnappt und bin mal auf die Kaltakquise gegangen. Und da kamen sehr, sehr lustige Gespräche auch teilweise zustande. Also ich kann mich noch an den Herrn Huhlmanns erinnern. Der war uns allein vom Namen her schon ganz sympathisch. Der war dann aber auf Geschäftsreise und durfte nicht rein. Dann war da eine ältere Dame, die sagte, naja, früher habe ich sie allen neu gelassen, aber Achso, das sind schon mehr auf die Idee gekommen. ja, das war so von der Formulierung auch die Rosi. Ich glaube, ich hatte die 32,16,8 gewählt. Aber ja, es war wirklich freundlich von den Leuten, aber dann hat doch keiner so richtig da Begeisterung für gezeigt und so ein bisschen hat mir die Idee fast abgeschrieben. Und erst tatsächlich am Vorabend ist mir dann nochmal aufgefallen, ja, da grenzt ja noch eine Straße, so ein Eckhaus, das ist ja die Zasinger Straße. Das firmiert ja unter einer anderen Straße, eine andere Hausnummer. Nochmal 8 Telefonnummern, jawohl, da wird vielleicht was draus. Und dann war halt gleich als erstes derjenige dran, der dann tatsächlich sagte, ja, mein Fenster geht zum Stadion raus, was wollen Sie denn? Haben wir unser Problem erklärt und dann waren wir ganz schnell für einen Kasten Bier handelseinig. Überragend, ja. Und ja, dann sind wir bei dem Professor damals, der sich nicht für Fußball interessiert hat, aber ein Sportwettenanbieter Geschäftsführer war. Auch das gibt's. Das Sind ich wir gar dann nicht mehr. tatsächlich eine halbe Stunde vor Anpfiff eingefallen und haben uns sogar für unsere Verhältnisse ganz gut benommen. Wie viele waren denn letztendlich dann drin? Wir waren dann zu 8 bei dem zu Gast. Und der hat er dann mitgeguckt oder? Teils, teils. Also er hat dann einfach Neugierde dafür gezeigt und hat mal uns über die Schulter geschaut, aber dann 90 Minuten ist ja dann doch eine lange Zeit. Teilweise saß er auch am Rechner und hat einfach gearbeitet. Für mich war eigentlich der geilste Moment, dass du wirklich da dann die Fahne an die Regenrinne hisst, da rausguckst und dann in dem Moment, wenn die Mannschaften einlaufen und normalerweise eine Mannschaft nochmal Richtung Fanblock klatscht, dass eine Mannschaft Richtung Hintertortribüne läuft und dann hoch Die zum Fenster klatscht. Das müssen war doch schon, auch gelacht haben, oder? naja, natürlich, das war schon unser Lacher schlechthin. Und Tom Eilers musste am Ende auch noch eine Kiste Bier drauflegen, weil er hatte dagegen gewettet, dass wir das Spiel sehen würden. Ach was. Jo. Das sind lauter so Sachen, das war ja überragend. Ne? Ja. Also, und das hat's tatsächlich, diese Story hat es groß in die Elf-Freunde geschafft. Ne? Ja. Genau, also es hat irgendwie im Vorfeld schon einer von Elf Freunde mitgekriegt. Wir haben ja auch hier in Darmstadt ein bisschen darüber gequatscht gehabt. In der Woche war, glaube ich, auch nochmal ein Spiel, wo eine Fanauswahl gegen unsere erste Mannschaft gespielt hatte. Allein da war das schon so das Gesprächsthema, was da im Busch ist. Und irgendwie hat sich das dann so weit verbreitet, dass auch ein, zwei Tage vorher das Handy geklingelt hat und gefragt wurde, ja, können wir uns das mal angucken? Ja. Also das, ja, das ist so eine Sache, die wird auf ewig bleiben. Ne? Dieses Foto auch allein, was von unten geschossen wurde, wo die blau-weißen Flaggen aus dieser Dachgeschosseckwohnung da kommen, das ist überragend. Genau. Und solche Stories, das ist jetzt natürlich, also sind nicht alle so skurril, die ihr so erlebt habt natürlich. Ne? Aber das ist ein gutes Beispiel für die Stories, die in Scheiß AfD drinstehen. Denn ja, was man so auf Auswärtsfahrten erlebt, gibt ja auch einige Leute, die es einfach zeitlich nicht schaffen oder so diesen Wahnsinn, den man teilweise auf Auswärtsfahrten erlebt. Natürlich, das ist halt genial, das so auch teilen zu können. Gehen wir mal weg von den Lilien jetzt. Da gibt es ja unzählige Anekdoten, aber eben auch unzählige, sag ich mal, internationale. Ja, was habt ihr denn da so im Petto? Was wäre eine super Anekdote Also woanders her? ich, da ich ja wie gesagt viel zum Amateurfußball fahre, war Anfang letzten Jahres auch in Schottland bei einem Spiel. Da waren allerdings zwei Spiele auf den Plätzen und ich habe mir halt ein Spiel ausgesucht, musste dann allerdings erstmal jemanden fragen, wie denn überhaupt die Paarung lautet. Und der Spieler, den ich gefragt habe, der konnte mir dann auch direkt sagen, bei welchem Verein er spielt, musste aber seinen Trainer erstmal fragen, wie denn überhaupt der Gegner heute heißt. War der noch voll, oder? Nee, er wusste es halt wahrscheinlich einfach nicht, weil es Okay. halt so tief drin ist, dass man das selber nicht weiß, wo man da spielt. Also so Okay, Sachen erlebt man in Schottland, aber ja. war das auch geil. Ja. Und du? Ja, wenn wir schon bei Schotten sind, habe ich auch eine lustige Erfahrung gemacht. Das war beim Old Firm Celtic gegen Rangers. Sind wir ohne Das Karten, Derby in Glasgow. ja, Ja. schlechthin, sind wir ohne Karten angereist, saßen dann irgendwann im Pub, kamen mit einem Menschen dort in Gespräch.
Und der hat dann geschnallt, dass wir extra aus Deutschland für das Spiel kommen, ohne Karten zu haben. Hat dann in Windeseile für Ruhe im Pub gesorgt, unsere Story lauthals kundgetan. Und es dauerte keine 5 Minuten, da hatten wir dann alle Dauerkarten in den Händen und konnten mit den Karten von den anderen dann reingehen. Das ist ja überragend. Da haben welche für euch verzichtet dann? Genau, richtig. Die haben gesagt, ja komm, gebt uns ein Bier aus und bezahlt uns 20 Pfund für die Karte. Das wetten wir auf Celtic und dann sind wir quitt. Das ist ja überragend. Ja, war auch überragend. War ein überragendes Spiel. Ja. Geile Story und einfach spricht für die Gastfreundschaft dann einfach. Ne? Das bleibt halt auch im Kopf. Definitiv. Also ja, ihr seid unterwegs am Bölle immer. Also man sieht euch, wie ihr versucht dann die an den Mann zu bringen. Ist nicht teuer, 3,50 sind super investiert. Ja, vielen Dank für den kleinen Einblick, den ihr uns gegeben habt. Ich habe auch noch ja, für euch jeweils eine Linie Insight-Tasse. Danke. Ne? Und ja, auf die nächsten 20, ich werde sie mir wiederholen. Ja, danke sehr. Die war sogar noch offen. Ja. Beim letzten Mal hat es nicht geklappt. Auf die nächsten 20 und ja, ist einfach ein schöner Teil von Darmstadt 98 und ja, alles Gute und viele tolle Geschichten euch noch, die ihr erlebt. Super, ja. Vielen Dank beim, viel Spaß beim Lesen. Ja, ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Insight. Lustige Folge, würde ich mal sagen, oder? Ich wünsche allen, die nach Sandhausen fahren, viel Spaß und ja, uns allen Punkte, die können wir dringend gebrauchen und ja, wir sehen uns dann wieder entweder beim Heimspiel im Stadion oder hier bei Lilien Insight. Also, bis dahin, gut und ciao, euer Colin.